Hallo und herzlich willkommen zu Part 3, 4 sogar schon, von der Hersteller-Challenge in die Sims 4. Das letzte Mal haben wir uns ja ein Bett endlich geholt. Jetzt müssen wir endlich, also aus der Mülltonne zwar, aber jetzt müssen wir endlich nicht mehr in den Büschen schlafen. Ist auf jeden Fall schon mal etwas. Wir können leider gerade nicht so viel machen, weil wir richtig mies drauf sind. Können wir Fahrrad fahren? Herumfahren. Ich muss ja sagen, ich habe noch nie in irgendeinem Let's Play ein Fahrrad genutzt. Ich glaube, ich habe auch noch nie eins besessen. Deswegen finde ich es richtig cool, das mal auszuprobieren. So mit einem Fahrrad durch die Gegend fahren. Lass uns versuchen. Ich darf leider nicht zur Geekorn. Hallo? Bringt ihr das? Oh, es bringt dir Spaß! Wir kriegen Spaß hoch! Yes! Leute, wir kriegen Spaß hoch! Können wir eher. Wie geht es mit dem Fahrrad? Man kann es doch, glaube ich, auch. War das nicht irgendwie, dass man das auch als bevorzugtes Fahrrad festlegen? Dann nutzt sie das öfters. Es ist aber auch voll das hübsche Fahrrad. Das haben wir im Müll gefunden. Mit so schönen Blümchen drauf. Das gefällt mir sogar richtig gut. Hui. Jetzt brauche ich mir nur noch irgendwas, wo wir den Schmutz, also dreckig wegkriegen. Dann wäre alles perfektissimo. Gucken wir nochmal bei unserer geliebten Mülltonne vorbei, wie ich sie finde. Warte mal, wir gehen mal kurz zu unserem Haus. Von dort aus finde ich sie, glaube ich, schneller. Warte mal. Haus ausrichten. Die Mülltonne war hier. Genau. Nach Zutaten wühlen. Das reicht mal. Geh mal nach Zutaten wühlen. Haben wir wieder Wachs? Nein, leider noch nicht. Wir können den Schwarm dann mal einsammeln. Frischluft. Es gibt nichts Schöneres, als auf einem Fahrrad ein bisschen frische Luft zu schnappen. Kann ich nicht gegen einwenden. Und dann tust du mal die alles ernten, damit wir ein bisschen was zu fooden haben. Und gehst vielleicht noch einmal in deinem Pipi-Ding. Glücksfund, weil ein tolles Objekt im Müllcontainer gefunden hat. Das ist doch super. Was ist das hier? Achso, weil sie ja Recycler ist. Was muss sie denn noch machen? Level 3 der Herstellungsfähigkeit erreichen und 5-mal recyceln. Dieser leckere Bissen gehört in den Garten oder in einen. Oh, nicht in den Mülleimer. Was hat sie gefunden? Wahrscheinlich wieder irgendwas zum. Oh, eine Ananas! Pflanzen. Sachen kann sie ja pflanzen, sie darf sie nur nicht verkaufen, sondern nur praktisch zum Essen verwenden oder zum Kochen. Oh, was hat sie da noch gepflückt? Was kann sie mit den Bienen machen? Schicken ein Geschenk zu holen. Und dann darfst du mal noch eine Erdbeere essen. Ich weiß gar nicht, hast du gerade Hunger? Noch nicht so viel, es geht. Ein bisschen. Bienchen? Achso, halt, das war, glaube ich, das Schicken oder das Stechen? Das war das Schicken, ein Geschenk zu holen. Ja, sie sollen die Pflanzen in der Nähe bestäuben. Wer ist das hier? Candy. Sollen uns mit Candy anfreunden? Pflanzen in der Nähe bestäuben. Die will sogar zu uns. Freundchen vorstellen. Vielleicht wird die Candy ja unsere beste Freundin. Vielleicht unsere Lebensgefährtin. Wer weiß, wer weiß. Ich bin da ja schon theoretisch offen. Sie muss halt ein Kind kriegen, aber sie kann ja auch ein Kind adoptieren. Das könnt ihr mir auch immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt sagt, oh, der oder der soll ihr Partner werden. Ansonsten schaue ich einfach, was sich ergibt zwischen den beiden. Ob die eher freundschaftlich was werden.
Oder ob aus den beiden vielleicht auch ein Pärchen werden kann. Ja, so nach was hast du gemacht? Und was fand sie jetzt nicht so toll? Ich glaube, weil sie gefragt hat, ob sie eine Meerjungfrau ist. Ja, die gute Ken, die würde auch schön. Ich finde ja auch, dass die gut zu uns passen würde. Wobei die so Blondine, die sieht, also eine Blondine ist, aber sie hat ja auch so ein bisschen besondere Haare. Oh, wir haben die Champion. Also, ganz abwegig finde ich es nicht. Es käme natürlich drauf an, was sie für einen Charakter hat. Wir wissen noch nichts über ihren Charakter. Bärchen. Unterhaltung. Wir wissen ja nicht, ob sie nett ist oder ob sie eine Zicke ist oder böse vielleicht. Immer noch ein Bienenwachs. Tratschen. Können wir noch mal Müll sammeln? Zutatenmühlen. Sie juckt auch überhaupt nicht, dass wir aussehen und stinken und schrecklich aussehen, aber sie mag uns trotzdem. Das ist doch toll. A Pandola Venusa Sparba Deroy Oblish Ephedroy Shirsha Berry Zaffel Kurogo Wapenauf Shigimiki Leben haben. Loinem Wibosi. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das so um die 15 Uhr rum Bienenwachs sammeln können. Genau. Dann machen wir das nämlich auch. Dann können wir wieder eine Kerze herstellen, die sie dieses Mal hoffentlich nicht zerstört. Mein Mikro ist verrutscht. So. Ich hoffe, dieses Mal tut das Geld da nicht wieder verschlampen. Das letzte Mal habe ich ihr mit Wachs eine Kerze hergestellt. Und was macht die gute Frau? Das gute Geld einfach verschlampern. Weil sie meinte, sie müsse jetzt... Ah, sie kann das noch fortsetzen. Was hat sie denn da angefangen? Türkis-gelbe Bärenmütze. Nein, wir werden nicht gestochen. Tschüss, Candy. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Was ist das? Candy kennenlernen. Ja, wenn Candy dann noch da ist. Wer kommt da denn jetzt noch? Knox Greenbook. Glückomeister. Hallöchen, hast du eine Minute Zeit? Und mir mit meinem... Ich habe gehört, dass du einen Aufbereiter hast. Ihn benutzen darf, schenke ich dir kleine Teile. Okay. Hereinbitten. Wow, eine Kokosnuss. Pflanzen. Ah, wir müssen erst mit dem... Ich will erst mit dem reden. Und dann lernen wir Candy kennen. Weil wir uns das wünschen. Kennenlernen, wenn ich sie finde. Hä? Müssen kennenlernen. Tag fragen. Über Kälte umarmen. Können sie nicht kennenlernen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal pflanzen. Nicht kennen. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich machen wollte. Macht es dir aus, wenn ich noch etwas hier bleibe? Wie war dein Tag? Ja, durchwachsen. Weil immerhin haben wir ein paar Leute. Bald ist ja Weihnachten, dann habe ich mir überlegt, so ein kleines Weihnachtsspecial zu machen. Und dann hat sie wenigstens ein paar Leute, mit denen sie sich angefreundet hat. Dich jetzt freundlich vorgestellt? Ah, jetzt. Sehr gut. Dann mach mal einen Witz. Spino.
Yabahorm Canad. Fanusa Zamboom. Schwärme mal von Vampiren. Lern ihn kennen, wenn sie nicht will. Sehe ihr noch eine dramatische Geschichte. Kannst du sie ja jetzt kennenlernen. Frag sie mal nach der Karriere. Parsip, Zinze, Chorib, Krimbo, Jalor Barinka, Moonhead, Gaunim, Clevite, Grinia, Flazzle, Vilpa, Abimi. Okay, sie will gehen. Auf Wiedersehen, Kenny. Volushoka, Beneche, Tzuma, Flavinwanu. Und dann, wenn du mit Knoxy und Doc geredet hast, würde ich sagen, isst du noch eine Erdbeere und einen Pilz. Knoxy will offensichtlich jetzt auch gehen. Und deinen Honig. Und dann probieren wir nochmal eine Kerze herzustellen. Immerhin, wir haben jetzt ein bisschen Beziehungen aufgebaut. Was jetzt? Die Sprache der Natur, weil geerntetes Obst oder Gemüse gegessen hat. Das hatte ich ja noch nie bei einem Sim. Marie fühlt sich großartig, als sie stolz in ihr eigene Erzeugnisse erntet und zu futtern begann. Dezimiert und verschlungen sagte das Obst und Gemüse in einem letzten Aufbäumen den Gedärmen von Maria den Kampf an. Hoffentlich hat sie es geschafft, ihre Toilette abseits des Netzes ans Laufen zu bringen. Gott, wieso muss sie jetzt aufs Klo oder was ist? Hat sie jetzt Durchfall? Oh ja, sie muss jetzt noch gleich aufs Klo rennen. Die Rache der Natur. Ja, dann gehe ich danach hier bestäuben, bevor es in die Hose geht. Obwohl, wäre auch egal, wir stinken eh wie die Sau. Also von dem her. Kannst du dort oben dann nach Zutaten noch wühlen. Müll ist hier keiner. Schade. So. Anox redet scheinbar mit unseren Pflanzen. Knoxy. Können wir nochmal eine Kerze? Nee. Uns fehlt jetzt ja wieder der Wachs. Wir können noch einmal am Tag eine Kerze herstellen. Oh, ich muss mich mal kurz bewegen. Wartet. So. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die Kerze. Kriegen wir wieder 25, genau. Und dann, bevor sie... Oh, sie fühlt sich schon wieder zu unwohl. Soll sie danach hier hingehen? Ja, komm, dann wende halt das Milbenmittel an. Damit die Bienen dich nicht mehr stechen. Und wenn du das gemacht hast, gehst du eben, wie gesagt, nach Hause. Hast du was gefunden? Ah, du willst noch. Okay. Also die Challenge ist schon mordsanstrengend. Aber ich finde es halt auch, man könnte es sich ganz einfach machen, indem man Pflanzen verkauft. Dann hat man ganz schnell viel Geld. Aber ich finde, das ist dann zu einfach. Und ich will schon eine Challenge haben. Ich möchte nicht plötzlich alles auf einmal haben. Aber nichts Bemerkenswertes gefunden. Ja, super. Nichts gefunden. Muss sie schlafen? Ja. Dann will ich sagen, dann soll sie jetzt, ich würde sagen, dann soll sie jetzt, da sie ja nichts machen möchte, ihr Strickwerk noch zu Ende bringen. Das fühlt sie sich auch zu unwohl. Nein, wir werden wieder gestochen. Nein, wir werden nicht gestochen. Honig noch sammeln. Ah, das wollte sie sogar. Also nicht, bestimmt nicht gestochen werden, aber wenn es jetzt so schlecht geht, soll sie danach schlafen gehen. Oder muss sie schon wieder aufs Klo? Ja, sie geht jetzt schlafen, wenn sie eine Hose macht. Das ist halt so. Aber das hatte ich echt noch nie, dieses Rache der Natur. Aber da steht ja, außerhalb des Netzes in Lauf gebracht hat,
Kommt es dann von Inselleben, weil es ja abseits des Netzes? Steh mal kurz auf und geh aufs Klo. Und dann gehst du wieder nochmal schlafen. Schnell, bevor es in die Hose geht. Aber immerhin ist das schon mal weg. Jetzt muss ich halt noch dringend aufs Klo und... Nee, wir gehen nicht studieren. Und, die Hygiene. Wir bräuchten halt noch eine Dusche. Das noch, wenn wir eine Dusche oder eine Badewanne oder sowas haben, dann würde es wesentlich einfacher schon sein. Wir brauchen nicht mal unbedingt einen Herd und Strom. Also was Essen betrifft und so. Könnten wir jetzt... Oder fühlt sie sich immer noch? Messerblock und... und ein Pferdeskulptur für jeweils 5 und 10 könnten wir herstellen. Das finde ich gut. Wir können also Sachen herstellen. Aber wir lassen sie jetzt trotzdem mal noch ausschlafen. Wir haben ja jetzt auch gerade ziemlich dunkel. Oder Nacht, besser gesagt. Soll sie auf jeden Fall mal schlafen, bis es wieder morgen ist. Das Spiel ist immer noch verbuggt hier. Das schwebt irgendwo in der Luft hier, das Schlafen. Oh Gott, der Vampir ist schon wieder da. Sag mal hallo. Lern ihn mal kennen. Will dem wieder nicht passen und er wird wieder beleidigt sein, aber passt schon. Steh auf. Wir sind verbuggt. Sagt er uns aus. Das, genau das haben wir jetzt noch gebraucht, dass er uns aussaugt. Jetzt geht's uns so gut. So relativ gut. Und jetzt tut er uns aussaugen. Der Darum wollte ich ja mit denen befreundet sein, weil wenn die mit uns befreundet sind, dann können sie, saugen sie uns ja wahrscheinlich nicht unbedingt aus. Seht ihr jetzt? Vom Plasmaentzug erholen. Mhm. Na dann. Und... ups. Haben wir Hunger? Ja, wir haben Hunger. It's Honey Time. Honig essen und eine Erdbeere essen. Und hoffen, dass wir nicht wieder gleich aufs Klo rennen müssen. Dann schlaf mal. Kam jetzt eigentlich eine Benachrichtigung. Meise sagte doch, danke, war lecker. Ich komme wieder. Offensichtlich waren wir nicht lecker. Und es kam kein Danke, war lecker. Ihr könnt hier nochmal Honig sabbeln. Wie geht's uns sonst so? Ja, geht so. Wir können hier nochmal Erdbeeren sammeln. Nein, können wir nicht, weil es uns wieder zu schlecht geht. Wie lange geht's uns schlecht? 23 Stunden. Na, richtig. Schwarm einsammeln. Lass mich. Ich hab auch nicht immer zu stützen. Wartet mal, wir gehen mal kurz in den Baumodus. Vielleicht ist sie dann wieder entbuggt. Die ist nämlich ein bisschen verbackelt. Du mal Schwarm einsammeln. Jetzt. Wenigstens wieder weg. Pumpi, nein. Will ich nochmal mit den Bienen verbinden. Montagematerial wühlen, nach Zutaten wühlen. Ich finde ihr Fahrrad voll cool. Ich finde es allerdings nicht so cool, dass es ihr so scheiße geht. Gestochen. Schmutzig. Vampir gebissen. Wir brauchen diese Emo-Bären da. Dann können wir wenigstens dieses Negative wegkriegen. Aber der Baum ist noch nicht reif. Die Emo-Bären. Wie weit ist der denn? Der Emo-Bärenbaum? Immobärenbaum, wo wohnen wir denn? Ist er das? Ist das der Immobaum?
Nee, das ist der Kokosnussbaum. Bist du der Emo-Baum? Ananasbaum? Pitanaya-Baum? Baum der Emotionen, hier. Ah, das kann noch eine Weile gehen. Bitte finde Essen. Finde Essen. Essen. Was hast du? Ja, sucht und wühlt, aber nichts gefunden. Na toll. Dann, sich selbst mit Bienen aufmuntern. Dann würde ich sagen, beenden wir hier auch den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann gucken wir, dass wir das nächste Mal weiterkommen. Und hoffentlich geht es ihr dann wieder ein bisschen besser. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure LA. Ich hab euch lieb.